Hallo, Roger Köppel, ich bin sehr froh, einen der großen Aufklärer in der europäischen Medienlandschaft hier begrüßen zu können. Vielleicht, es ist ganz toll, wir haben uns ja per Zufall in Berlin am Grab von Rosa Luxemburg gesehen. Das war auch, glaube ich, eine gewisse Ehrerbietung. Wie ist das so mit der praktisch angewandten Querfront? Ich hasse ja dieses Wort, weil es eine völlige historische Verklitterung ist. Ja, grüezi Herr Dehm, freut mich sehr. Ja, das Leben ist eben eine Wundertüte. Man weiß ja nie, wo es einen hinführt. Und ich habe mich aus der Politik jetzt verabschiedet als Parlamentarier in der Schweiz, bin zurückgetreten, weil ich glaube, als Journalist ist es wichtig, da etwas in die widersprüchliche, faszinierende Vielfalt des Lebens einzusteigen. Und ich bin durch Zufall an dieses Grab eigentlich von Rosa Luxemburg geraten, durch einen guten Freund von mir in Berlin, der mir gesagt hat, dass da eine Kranzniederlegung stattfindet. Und da ich ohnehin in Berlin war, weil ein Freund von mir Geburtstag hatte und ich auch diese Bauernproteste mir da etwas näher anschauen wollte, dachte ich, ja, jetzt gehst du mal da in dieses, an dieses Ehrengrab sozusagen einer berühmten Kommunistin. Ich bin jetzt selber nicht Kommunist, aber ich definiere mich eigentlich als Journalist und sicher jetzt ja, auf der bürgerlichen Seite würde ich das mal sagen. Aber ich war immer ein Eklektiker und mich hat es immer interessiert, auch in ganz andere quasi Lebensentwürfe einzusteigen. Und bei Rosa Luxemburg hat mich natürlich fasziniert, dass sie als Studentin in Zürich sehr gut performt hat und interessante Beziehungen auch zu ihren Professoren hatte, die natürlich nicht kommunistisch gesinnt waren, selbstverständlich in Zürich. Und das fand ich interessant. Habe dann allerdings ein paar kritische Mails bekommen am Tag darauf, die mir gesagt haben, ich hätte das völlig verklärt. Die Rosa Luxemburg, die sei also schon eine ganz scharfe Kommunistin gewesen. Aber eben das ist die Faszination und ich glaube, man muss, letzter Punkt, man muss miteinander reden, man muss doch auch aus diesen Schützengräben und diesen weltanschaulichen, da verbarrikadierten Bezirken, Schrebergärten, wie wir sagen in der Schweiz, muss man immer wieder raus und sich unterhalten, zum Beispiel mit Ihnen. Sie sind ja auch eine interessante Persönlichkeit mit vielen spannenden Lebensbereichen, die Sie erkundet haben und nach wie vor erkunden bis heute. Ich will trotzdem, also ich glaube, der entscheidende Nukleus unseres Gesprächs könnte diese Kontaktsperre sein, die Sie überwinden und die, glaube ich, immer wieder überwunden werden muss. Ich dekliniere es erstmal an der Person Putin durch und dann vielleicht auch an der Person Trump. Putin hat eine eigenartige Faszination auf ein rechtskonservatives Publikum, also ich als Linker, der immer für Frieden mit Russland, eingedenk der 27 Millionen durch die deutsche Wehrmacht und andere ermordeten Sowjetmenschen agitiert und agiert hat, finde mich dann Arm in Arm, Schulter an Schulter mit Rechtskonservativen, die eigentlich von der Person Putin etwas von der autokratischen Seite angezogen sind. Wie würden Sie diese Einschätzung und ihn beurteilen? Ich bin einer, der ich misstraue da immer etwas diesen politischen Etikettierungen. Und als Journalist bin ich stark geprägt durch die Weltwoche. Das ist sozusagen, ja, ich bin mit Unterbrüchen seit 20 Jahren bei der Weltwoche dabei. Die Weltwoche ist eine 90-jährige Zeitung, die immer den unkonventionellen Journalismus gepflegt hat. Und unkonventionell heißt, dass man immer auch die andere Sicht bringt, dass man sozusagen nicht mit den Wölfen heult. Und wenn alle gleicher Meinung sind, dann muss man erst recht dagegen halten. Und daraus habe ich sozusagen wie ein journalistisches Credo gemacht für mich. Ich sage, manchmal vertrete ich auch eine Meinung, wenn es gar nicht unbedingt meine ist, ursprünglich, einfach damit nicht alle da in die gleiche Richtung marschieren. Und das scheint mir wichtig. Und bei Putin, da kann ich vielleicht sagen, das ist ein Thema, das mich natürlich Russland als, ja, als antikommunistische, bürgerliche Schweizer Familie kommend, war Russland jetzt nie sozusagen ein Sehnsuchtsort für mich. Aber ich fand interessant, auch durch verschiedene Reisen, die ich damals als Chefredakteur der Welt gemacht habe nach Russland, dass viel von dem, was über Russland, gerade auch unter Putin geschrieben wurde, dass das eben nicht stimmt und dass man da eben auch eine andere Sicht bringen muss. Und für mich hat Putin, ich habe den mal als den russischen James Bond bezeichnet, vor vielen, vielen Jahren. Das wird einem heute natürlich als
groteske Verharmlosung um die Ohren geschlagen. Aber ich glaube, es ist eben auch bei solchen extrem emotionalen Themen wichtig, sozusagen den Balken vor dem eigenen Auge zu sehen. Und das war meine Position und ist sie bis heute, dass ich sage, der Westen, die Amerikaner, die Europäer, vielleicht aus besten Motiven heraus, vielleicht gar nicht realisiert, was sie für einen Anteil haben an dem Schlamassel, an diesem Drama, an diesem Krieg, an dieser fürchterlichen Zerstörung, die jetzt stattfindet und die Reduktion auf die sozusagen absolute Bösartigkeit eines Menschen, der traue ich nicht, weil sie natürlich immer auch eine Verklärung der eigenen Seite ist. Also indem man den anderen zum Teufel macht, spricht man sich selber heilig. Und ich glaube, da ist es wichtig, den Journalisten, dass man dagegen hält. Nicht, weil man jetzt sozusagen, weil ich mir wünschte, Putin solle in der Schweiz das Regime übernehmen oder weil ich jetzt alles gut finde, was der in Russland macht. Da gibt es natürlich sehr viel zu kritisieren, aber ich bin ja nicht ein russischer Journalist. Ich muss sozusagen hier eben den Balken vor unserem Auge kritisieren. Ja. Also das wäre sozusagen mein Zugang. Nochmal zu der der Wahl in Russland, die im März bevorsteht, und dann der Wahl in den USA. Wie schätzen Sie die geostrategische Situation mit, vor und nach diesen Wahlen ein? Ein bisschen ist das Glaskugel. Also ich glaube jetzt nicht, dass Putin ein lupenreiner Demokrat ist. Das glaube ich nicht. Aber ich habe auch schon mal in einer Sendung gesagt, ich vermute, dass das demokratische Mandat bei allen Unzulänglichkeiten, gut, jetzt werde ich da sofort wieder gecancelt, wenn ich sowas sage, dass das demokratische Mandat von Herrn Putin vielleicht doch etwas noch tragfähiger ist, vielleicht als das mancher Funktionäre, die in der Europäischen Union einfach ernannt werden oder irgendwo aus dem Hut gezaubert werden. Ich glaube, die geopolitische Situation ist die, dass wir eine Geografie haben. Und die Geografie heißt, Russland ist ein Teil von Europa. Und jetzt kann Europa, vermutlich ist das nicht die schlauste Strategie, da auf einen totalen Konfrontationskurs zu gehen mit Russland. Ich glaube auch, dass man nicht einfach akzeptieren kann, wenn ein anderes Land in ein anderes einmarschiert. Aber man sollte dann nicht von Zeitenwende reden und vom absolut Bösen, weil das sind Denksperren. Das verhindert, dass man eben hinter die sogenannte Zeitenwende zurückdenkt und dann vielleicht eben auch den eigenen Anteil an so einem Konflikt sieht. Ich glaube also, dass der Vektor sollte in Richtung gehen, Einhegung, Verständigung, versuchen, das ganze Schlamassel wieder in eine vernünftige Richtung zu bringen. Und ich glaube, leider ist davon noch wenig zu sehen, aber es wird vermutlich irgendwann früher oder später in die Richtung gehen. Ich glaube, dass Putin entgegen dem, was man im Westen gesagt hat, was die Amerikaner gesagt haben, nach Führen der Russland-Historiker aus Stanford und überall diesen Elite-Universitäten, Putin ist nicht am Ende. Ich glaube, dass tatsächlich viele junge Russen würden sich vielleicht danach sehnen, dass sie auch ein etwas offeneres System hätten, nicht so einen Stabilokraten, der da oben drauf sitzt und alles sehr streng kontrolliert, mit einem nicht absehbaren Verfalldatum, also fast noch länger im Amt als Präsidenten der FIFA und so weiter. Also das ist schon ein Problem, oder, wenn sie so lange dabei sind. Also ich glaube, das Problem scheint mir zu sein, dass in Europa ist eine große Krise im Moment da. Es gibt gar keine Politiker, die vielleicht auch mal den Amerikanern sagen würden, du, eure Politik, da eure Kriege, eure geopolitischen Rangeleien, da machen wir jetzt nicht mehr mit. Wir wollen ja nicht mit den Amerikanern Konflikt, aber wir müssen ihnen auch ein bisschen hier sagen, wie es funktioniert, weil die Amerikaner verstehen Europa nicht. Sie sehen alles nur aus ihrer Sicht und wir wären ja quasi so etwas ein Brückenkontinent gewissermaßen, durch Niederlagen auch irgendwie ein bisschen vielleicht geheilt von diesen größenwahnsinnigen Machtallüren. Russland, glaube ich, sehnt sich letztlich danach. Die Russen wollen lieber mit dem Westen zusammenarbeiten als mit den Chinesen. Die Chinesen sind sozusagen, die würde ich auch nicht verteufeln. Mit denen müssen wir auch irgendwo zusammenarbeiten. Also ich glaube, wir sehen im Moment noch eine gewisse Zuspitzung der Konflikte, etwas kalter Krieg. Aber ich bin langfristig oder vielleicht auch mittelfristig positiv, weil ich mit Tolstoi davon ausgehe, dass eigentlich der Wille der Leute, der Bevölkerungen, nicht identisch ist mit dem Kriegsgetöse
der Politiker. Die Leute wollen zusammenarbeiten. Die Chinesen wollen keinen Krieg. Die Russen haben auch die Hölle erlebt im letzten Jahrhundert. Die wollen das auch nicht. Die Europäer haben auch genügend Kriege gehabt. Die einzigen, die immer wieder übermütig werden, sind die Amerikaner. Denen muss man ein bisschen gut zureden. Und am Schluss sind wir alle auf einem Planeten. Wir müssen zusammenarbeiten. Ich würde vorziehen, nicht nach einem marxistischen Modell, da müssen Sie mir verzeihen, dass ich da nicht drauf einsteige, aber vielleicht nach einem freihändlerischen Modell, aber durchaus mit einem gewissen marxistischen, kritischen Bewusstsein, dass man nicht jeden Großkonzern, hinter dem dann auch noch eine politische Macht steht, automatisch heilig spricht. Da bin ich auch vielleicht etwas dann näher bei Ihnen. Also das wäre mein Wunsch, aber die Realität ist noch nicht dort. Wenn in Amerika, letzter Punkt, wenn in Amerika ein Trump gewählt werden sollte, der jetzt in Deutschland bereits als quasi Supernova der Politik wieder verteufelt wird und als Untergang, ich glaube, bei allen Ungewissheiten, ich glaube, das wäre nicht, das wäre vielleicht sogar eine Hoffnung für Europa, wenn Trump zurückkäme, weil er bei allem, was man ihm vorwerfen kann, doch einer war, der irgendwo den Frieden, den Kompromiss, die Einigung bei allem Brustgetrommel gesucht hat. Aber man muss jedem Politiker gegenüber kritisch bleiben. Vielleicht ist das auch eine leere Hoffnung.